auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt, die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da sitzen sie nun, den Flöhen entflohen in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Fühlung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Welt geschaffen. Doch davon mal abgesehen und im Grunde betrachtet sind die im Grund noch immer die alten Affen. Ja. Erich Kästner. Bevor ich loslege, ich habe genau 4 Minuten, ich muss mich beeilen. Am Freitag, den 9. März, erzählt uns Michael Wilk im Württembergischen Kunstverein etwas über den Widerstand in Frankfurt. Dort versammeln sich auch heute jeden Montag Tausende von Menschen, um gegen Lärm und Terror zu protestieren. Seit 30 Jahren also, wir haben noch viel vor. Hochpferdefest und Fangemeinde, ich bin tief beunruhigt. Da drüben steht ein großer Bauzaun, viele Meter lang, 100 Meter lang, noch nicht im Museum, sondern davor. Und was sehe ich? Kein einziges Plakat, keine Zeichnung. Da muss ich sehr, sehr mit Ihnen schimpfen. Was ist passiert? Ich bitte sehr darum, eigenverantwortlich und verändernd einzugreifen und den Bretterzaun für den Frühling zu schmücken. Ich freue mich, dass ich heute ganz kurz sprechen kann. Den Wulf lässt man hier nicht mehr ran, schon wegen der Übersicht. So eine Missgunst im Lande, das ist gar nicht anständig, wie man mit diesem Mini-Betrüger umgeht. Aber vergessen wir über Wulf bloß nicht die großen Betrüger, die Zahlen, Fälscher und Wortrumdreher, die Bezahltagenten der Bahn, die nie selbst Bahn fahren. Ja. Nicht nur das. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass die Bahnhöfe immer trostloser werden, weniger Gleise, weniger Toiletten und weniger Toilettenpapier. Und weniger Kilometer. Aber dafür langsamer als vor 50 Jahren. Vor 20 Jahren gab es noch 16 direkte und schnelle Verbindungen nach Rom, heute nur noch 2. Eine zum Papst und eine zum Umsteigen in Zürich, um das Geld abzugeben. Auch so ein Mafiosi. Aber reden wir von anderen Betrügern, wie wäre es heute ausnahmsweise mal von Putin? Da kann man noch lernen, wie man Abstimmungen richtig fälscht. Vor laufender Kamera samt Mikrofon. Das haben sie jetzt auch in der Mahnwache versteckt. Richtmikrofone. Jedes Gespräch wird aufgezeichnet. Unsere Mahnwachenleute waren so überzeugend, dass bereits 2 Beamte, die eigentlich nur abhören wollten, zu uns übergelaufen sind. Samt Software. Ich habe gestern Putin weinen gesehen. Das hat mich sehr traurig gestimmt. Er hat geweint und geweint, ganz Russland hat mitgeweint. Es ist über die Wolga ist über ihre Ufer getreten. Ja, und ihr lacht. Putin soll jetzt gemeinsam mit Gerhard Schröder den deutschen Verfassungsschutz reorganisieren. Wenn der Rubel rollt, sagt Putin, macht er alles, wie Schröder. Und ihr lacht wieder. Obwohl ja Sammlungen hier eigentlich verboten sind, rufe ich zu einer Sammlung auf. Erstens für Putin, zweitens für Wulf, damit wir die 200.000 voll machen. Man kann den Mann doch jetzt nicht bei 199.000 hängen lassen. Ich gehe dann mal mit der Büchse rum, ihr könnt was reinschmeißen. Und wenn was übrig bleibt vom Wulf, stifte ich dafür Farben und Bleistifte für den Zaun oder Wasserfarben. Und ganz zum Schluss. Heute versammeln sich zur gleichen Stunde in Moskau und andernorts Zehntausende von Menschen, um gegen Obrigkeitsstaat, Korruption, Bestechung und Wahlfälschung zu protestieren. Wir grüßen von hier aus alle, die aufgewacht sind und aufgestanden sind. In Russland, in Syrien, in Nordafrika. Wir sind bei euch. Wir bleiben oben mit euch.
wir bleiben hier.